Das Lagerhaus von Salieri hat schon mal nichts, aber da haben wir wieder einen. Der freut sich schon, uns zu sehen, hat immer noch das gleiche Auto wie sonst. Jetzt ist es Rost, hoffentlich ist das damit noch spielbar. Oh mein Gott, ist das laut, richtig nervig, also das tut gerade richtig in den Ohren weh, das muss ich dann später runterdrehen, das geht so gar nicht. Ich hoffe, das lässt sich für dich jetzt ertragen. Das ist eine Autobombe, die ist in diesem Auto, das ist das, was wir hier hören. Wir müssen ganz dicht an dem Flugzeug bleiben, sonst geht sie hoch. Also müssen wir wie bei dem Alien nach oben schauen, wo fliegt es hin, ganz dicht unter ihm mitfahren. Und das mit diesem Lärm, der dir hier die ganze Zeit am Ohr klebt, der dir dein Ohr kaputt machen will. Also das macht so überhaupt keinen Spaß, hier durchzufahren, da blutet die Muschel und alles darin. Und ich hoffe, ich kann dieses Flugzeug gleich schaffen und dass wir das nicht so lange hören müssen. Aber dieser Unfall macht alles kaputt. Ich fahre jetzt nur durch die Gasse. Ich weiß nicht, ob es hier war. Ich sehe es nicht. Falsche Richtung und endlich höre ich nichts mehr. Die Gasse war es also nicht. Den längeren Weg nach rechts brauchen wir gar nicht erst versuchen. Also, ich glaube, wir müssen auf die Hauptbrücke. Die Bombe nervt wieder. Also, wenn du das spielst, ich rate dir, mach den Ton aus. Du verpasst nichts von dem Flugzeug, ganz im Gegenteil. Du verbesserst damit dein Spielerlebnis um 1000%. Du kannst gerne versuchen, ob du das Flugzeug hören kannst, schön aufdrehen. Danach bist du wegen diesem Auto hier taub und ich werde das jetzt irgendwie durchstehen müssen. Ich muss das jetzt ausblenden, ich muss auf den Verkehr achten. Der wird uns hier noch viel ruinieren. Das Flugzeug ist auf dieser Abzweigung zur Giuliano Bridge sehr gefährlich. Da werden wir sehr viel Zeit verlieren. Die Mission könnte an dieser Stelle jederzeit aus sein. Aber es ist gleichzeitig auch sehr schön, abseits dessen, dieses Flugzeug nehmen und vor dir fliegen zu sehen. Also das macht schon sehr viel her. Das ist so cool wie das UFO. Eine eigentlich sehr stimmige Idee, sehr unterhaltsam. Ohne Hörgerät wäre die Mission sicherlich auch ein Genuss. Den Abstand können wir auf der Brücke auch glänzend einhalten. Da sind wir genauso schnell wie der Flieger. Da können wir es direkt neben uns anschauen und das ist einfach ein sehr tolles Teil. Ich fürchte nur, wir werden hier wieder explodieren, weil ich weiß nicht, wo es lang geht und wir müssen auf der Kreuzung halten. Ich muss das jetzt einfach wieder sehen. Will es geradeaus oder muss ich über den Tunnel? Wir werden eindeutig durch den Tunnel müssen, da ist der Flieger und es ist hoffentlich nur noch ein einziger Versuch. Dann müssen wir uns jetzt wieder der Bombe aussetzen. Tja, also mit ganz viel Glück haben wir es jetzt dann wirklich geschafft. Nach dem Tunnel werden wir wieder gleich auf mit dem Flugzeug sein. Dann darf es auch weiterfliegen. Wie die Bombe genau ausgehen wird, ich weiß es leider nicht. Aber unglücklich werde ich darüber bestimmt nicht sein. Falls du die Atmosphäre hier bereits ohne Ton genießen solltest, dann beneide ich dich sehr dafür. Da hast du dann eine weise Entscheidung getroffen. Schau einfach auf dieses Flugzeug, wohin es hin. Eigentlich ist das eine tolle Mission. Das Flugzeug habe ich sehr gern. Bestimmt habe ich auch noch mehr Spaß daran, wenn ich dann nicht mehr das Fahrzeug lenken muss und die Bilder selber einmal genießen kann. Die Mission ist von der Ausführung her vollkommen okay. Wie gesagt, nicht unbedingt die angenehmste zu spielen, aber von der Stimmung her ganz okay. Das Piepen kann man auch so machen. Das heißt, wir sind am Zünder dran. Das ist eben eine zusätzliche Schwierigkeit, die man selbst in der Hand hat. Ich würde das Video ganz gerne mit Ton aufnehmen. Zur Not muss ich die Geräusche nachstellen. Das würde mir auch sehr einfach fallen, denselben Ton einfach hintereinander zu koppeln. Aber es wäre nicht dasselbe. Wir wollen das jetzt wie echte Profis schaffen. Schluss mit dem Gejammer. Wir können so schnell wie das Flugzeug selbst sein, das Auto gibt alles dafür her, mit Flügeln werden wir direkt an dem Teil dran, dann sind wir auch wirklich dran und können es genießen, die Fahrt sollten wir auch wirklich genießen, so gut es geht. Nach Little Italy kann nicht mehr viel kommen, ich denke das Worksporter wird nochmal kommen oder Chinatown und dann müsste dieses Flugzeug entweder umdrehen oder es ist weg. Und es ist jetzt leider tatsächlich komplett weg, also ich sehe es nicht mehr vor mir, nicht mehr rechts, nicht mehr links, ganz blöde Sache, ganz blöd gelaufen. Ich fahre jetzt einfach komplett geradeaus, hoffe das taucht nochmal auf. Mit viel Glück sind wir jetzt vor dem Flugzeug, dann kann es uns folgen, dann ist alles gut, dann sind wir auf dem richtigen Weg und da kommt es jetzt auch endlich wieder entlang, hat uns vermisst, gut gemacht.
direkt über den Zügen, direkt über der Bahn. Wir sind direkt runter, da kommt es lang, da sehen wir es ganz gern. Zum Glück will es geradeaus, macht keine Faxen, keine Anstalten umzudrehen. Da ist irgendwas vor uns, ich fahr einfach mal drauf. Und das war eine gute Idee mit dem Kopf durch die Wand. Wir haben es geschafft, endlich sind wir frei, endlich sind wir das Auto los. Ich hoffe, wir sehen dieses Auto jetzt nie wieder, so gern ich die winkenden Männer auch habe. Die meisten sind einfach total verrückt. Jedes Mal, wenn wir dieses Auto haben, fliegt irgendwas dabei in die Luft. Ständig finden wir Bomben. Da können nicht mehr viel davon hier sein, da kann nicht mehr viel auf uns zukommen. Und irgendwer muss diese Dinger doch mal finden.